Lass es krachen, Rico. Was auch immer. Ach, da ist doch schon das Haus. Oder ein Haus. So, da ist die Polizia. Und da ist der alte Mann, den wir zerstören müssen. Sie wissen, was man über Typen sagt, die große Statuen brauchen. Ich denke, das ist extra doppeldeutig, bitte. Heute hat Präsident Dante die Basis inspiziert. Diesem Pazifisten fehlt es am Willen, Stärke zu zeigen. Er hatte Mitleid mit dem Stimmvieh, das da vor ihm marschierte. Ich sehe seine Schwäche in jedem seiner Atemzüge. Wenn ich in seinen inneren Zirkel komme, tanzt dieser Mann bald nach meiner Pfeife. Und werden unsere Gliedmaßen nicht länger führen und uns als Lückenbüßer für ihre falsche Zukunftsvision benutzen. Wir müssen diese Fesseln abschütteln und werden, was schon unsere Vorfahren waren. Diese Überwachungskameras sind aber neu. Unsere Nation erlebt eine rasche Verwandlung. So. Ja, nice auf jeden Fall, dass es hier auch neue Sachen gibt. Also halt, dass da immer wieder Neues dazukommt. Schaut auf unsere Städte. Vormals leere Plätze, die nun strahlen. Skulpturen, Bilder und Stimmen zeugen. Einmal Lautsprecher muss hier irgendwo noch sein. In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell, Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Das sind eure Nachbarn. Und sie bringt... Das ist mein Job. Gefangener, was, wo... So, ich gehe da eben das Entführen. Alle Mann ausschwärmen. Keine Spur von der Zielperson. Suche abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Rico, verrückter Bastard. Fahr los, fahr los! Zentrale, was ist da draußen los? Bitte kommen. So, das war easy.
Warte mal, was fehlt uns denn hier jetzt noch? Das Gasding, das Energieding und die... So, ich gehe mal hier eben taggen. Das ist ein Krieg hier. Ja, so ein bisschen spackt das aber noch ab. So. Suche abbrechen. Zurück auf eure Posten. So, die Muku wird gehisst. So. Ab. Ich muss ganz dringend nochmal... Aha. Ich muss ganz dringend nochmal da hinten hin. Die Rebellion hat das bezaubernde Küstenstädtchen Kollasalrusa befreit, Freunde. Schluss mit Lautsprechern, Propagandavans und scheußlichen Statuen. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Kindersoldaten ja. Sind. Manchmal tun mir die Männer des Generals leid. Hass ist erlernt und kann sicher auch wieder abgelegt werden. Er macht sich voll an ihr ran. Ja. Der interessiert sich doch gar nicht für deren Story. Wenn alles vorbei ist, kaufe ich mir einen Weinberg und baue Wein. Das hat meine Familie nämlich gemacht, bevor der General auf unserem Gut eine Basis errichtet. Wie das jetzt funktioniert. Ja, das ist echt interessant. Wow. Aber wie verhindern wir, dass ein anderer seinen Platz einnimmt? Ja, das verstehe ich auch. Ja. Wow. Diese Skimützen sagen dir alles, was du über die DRM wissen musst. Da stimme ich dir zu. Die Autorität muss ihre Identität verbergen. Wow. Ja. Wir sind gestern den ganzen Tag durch die Hügel marschiert, um der Armee auszuweichen. Meine Füße bringen mich um. Ja, das verstehe ich. Das weiß ich auch. Wow, was ist das für ein Ding? Da fuck. Fährt er mich einfach so um? Wow. Dead Lenkung. So, jetzt ist das ganze Gebiet blau.
Ja, jetzt nur noch eine Provinz. Super, ey. Noch eine. Das ist schon echt hart aufwendig. Wenn man sich bedenkt, wir haben diese ganz kleine Insel gemacht, jetzt das kleine Stückchen und das wartet noch vor uns. Alter, leck mich dick. Darauf habe ich keine Lust, das weiß ich schon, was das ist. Zentrale elektrische Einheit, doppelte... Das sieht mir nach einer Festung aus, aber... Mein Auto! Das war die beste Idee des Tages. Nein, das war sie nicht. Der Kerl ist eine Maschine. Hilfe! Schnell! Willkommen zu Hause! Halt! So, nur mal eben ein anderes Auto geholt. So. Einfach mal Auto fahren, das was ich überhaupt nicht möchte in dem Spiel. Ich bin da zwar, wie ich behaupten würde, gut, aber bei der Steuerung passiert ganz schnell sowas. Ich bin mir auch gerade gar nicht mehr... Ja, was heißt sicher? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war bei Teil 1. Ich habe sie da besser empfunden. Vor allem habe ich dort die kleinen Tuk-Tuks gefahren. Die waren mega cool. So, kann ich eigentlich... Nö, kann ich nicht. So, dann fahre ich da mal hin. Das Fahren dort aber irgendwie gefühlt etwas länger. Weil man halt hier immer die Kurven fahren muss und so. So, dann geht's hier lang. Temposünder längste mit bei 180. Aha. Ich meine, jetzt war ich ja schon 200. Die mit ihrem kleinen Brett, Alter. Als ob die mich damit aufhalten. Warte mal, was ist hier? Das ist etwas, was mich nicht interessiert. Ich will weiter hoch.